Hi, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um bedingte Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wenn du ein Zufallsexperiment hast, zu dem du zwei Ereignisse A und B kennst, dann kann es manchmal gefragt sein, dass du die Wahrscheinlichkeit von Ereignis A unter der Bedingung, dass Ereignis B eingetreten ist, ausrechnen musst. Das heißt also, teilweise kann die Wahrscheinlichkeit von zwei Ereignissen irgendwie abhängig voneinander sein. Und um dieses Thema geht es heute. Also, wir haben zwei Ereignisse A und B gegeben. Und jetzt erstmal zur Formalität. Wir schreiben P von A-B oder auch P mit B als Index von A und meinen damit die Wahrscheinlichkeit von Ereignis A unter der Bedingung, dass Ereignis B bereits eingetreten ist. Zur Erklärung von der Formel hier unten habe ich dir nochmal ein Baumdiagramm hier dargestellt. Wir haben also ein Zufallsexperiment. Wir wiederholen das jetzt zweimal. Und im ersten Durchgang fragen wir uns nur, ob Ereignis B eintritt oder eben nicht. Das heißt, entweder tritt Ereignis B ein oder eben das Gegenereignis B'. Im zweiten Durchgang interessiert uns nur, ob Ereignis A eintritt oder eben nicht. Das heißt, oder das Gegenereignis A'. So, jetzt kennst du vielleicht noch von dem allgemeinen Umgang mit Baumdiagrammen und den Pfadregeln, dass wir die Wahrscheinlichkeit für diesen gesamten Pfad hier ausrechnen können. Und dass dieser Pfad uns die Wahrscheinlichkeit eben dafür angibt, dass Ereignis A und Ereignis B eintreten. Denn im ersten Fall tritt B ein, im zweiten dann eben A. Das heißt also, insgesamt treten beide Ereignisse auf. So, und die Wahrscheinlichkeit von diesem Pfad hier berechnen wir, das ist eben eine Pfadregel, indem wir die Wahrscheinlichkeiten der zugehörigen Pfade, also entlang dieses langen Pfades, multiplizieren. Das heißt also, es gilt die Wahrscheinlichkeit von Ereignis B mal die Wahrscheinlichkeit von Ereignis A unter der Bedingung, dass Ereignis B eingetreten ist, gibt insgesamt die Wahrscheinlichkeit von Ereignis A und B. Nochmal kurz zu den Wahrscheinlichkeiten hier. Also das ist ganz klar, wenn ich das Zufallsexperiment mir anschaue und hier am Ende des Pfades Ereignis B steht, dann kommt hier an dem Pfad eben die Wahrscheinlichkeit von Ereignis B. Wenn ich weiß, dass B eingetreten ist und als zweites jetzt Ereignis A eintreten soll, dann ist die zugehörige Wahrscheinlichkeit hierfür jetzt die Wahrscheinlichkeit von Ereignis A unter der Bedingung, dass das Ereignis B schon eingetreten ist. Es gibt Zufallsexperimente, bei denen Ereignis B und Ereignis A vollkommen unabhängig voneinander sind. Dann steht hier auch einfach nur P von A ganz allgemein, also ohne zu beachten, was hier vorne als erstes passiert ist. Das gilt eben, wenn die beiden Ereignisse unabhängig voneinander sind. Zum Beispiel, wenn du einen Würfel wirfst, dann hängt die Augenzahl beim zweiten Wurf nicht davon ab, was du beim ersten Wurf gewürfelt hast. Genau, also hier sind die Augenzahlen eigentlich unabhängig voneinander. Das ist aber nicht immer so. Also falls, das habe ich jetzt nur noch mal dazu geschrieben, falls du dich jetzt fragst, hä, bisher habe ich das ja auch noch nicht beachtet oder sowas. In vielen Experimenten ist das einfach P von A, kann aber auch sich davon unterscheiden. Ausrechnen können wir damit entsprechend die Wahrscheinlichkeit P von Ereignis A unter der Bedingung, dass Ereignis B eingetreten ist, indem wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A und B eintreten, teilen durch die Wahrscheinlichkeit von Ereignis B. Auf diese Formel kommen wir einfach, indem wir diese Formel hier nach P A'B auflösen. Okay, in diesem Zusammenhang spielt der Satz von Bayes eine wichtige Rolle, der behandelt eben genau diese bedingten Wahrscheinlichkeiten von zwei Ereignissen. Und hierbei geht es konkret darum, dass man die Wahrscheinlichkeit für Ereignis B kennt unter der Bedingung, dass A eingetreten ist.
Man möchte aber genau die umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen, nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ereignis A eintritt, wenn man weiß, dass Ereignis B eingetreten ist. Das heißt also, dieser Satz gibt uns an, wie wir hier die umgekehrten bedingten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können. Also um die Wahrscheinlichkeit dafür auszurechnen, dass Ereignis A eintritt, wenn Ereignis B bereits eingetreten ist, um das zu berechnen, kann ich rechnen P von B-A mal P von A durch P von B. Nochmal ein konkretes Beispiel aus der Realität, in dem das mal gefragt sein kann. Also stell dir vor, du kennst die Wahrscheinlichkeit P-A-B für das Ereignis A, dass der HIV-Test positiv ist, unter der Bedingung, dass das Ereignis B, nämlich dass der Patient überhaupt HIV-infiziert ist, diese Wahrscheinlichkeit kennst du. Dich interessiert jetzt aber genau die umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Patient auch wirklich HIV hat, wenn der Test positiv ausgefallen ist? Das heißt also, hier weiß ich, der Patient hat HIV. Jetzt frage ich mich, wie wahrscheinlich ist es, dass der Test auch das richtige Ergebnis angibt? Und andersrum kann ich mich fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Test sozusagen wirklich das richtige Ergebnis mir angibt. Also wenn der Test positiv ist, hat der Patient dann wirklich HIV? Genau, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, bei dem man den Satz von Bayes jetzt eben gut benutzen könnte, wenn da eben konkrete Daten dann noch mitgeliefert werden würden. Genau, ansonsten hat es mich gefreut, dass du beim Thema bedingte Wahrscheinlichkeit dabei warst. Schalt auch gerne das nächste Mal nochmal ein. Bis dann.